Mithilfe der Digitalisierung ist es Betrieben möglich, Prozesse transparenter und dadurch effizienter zu gestalten. Das spart sowohl Zeit als auch Geld. Und wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr im Video. Mein Name ist James und wir von Asmotive wollen euch das Thema Prozesse und Digitalisierung näher bringen. In Behörden, Unternehmen, Einrichtungen und Verbänden laufen täglich zahlreiche Prozesse ab. Bestellungen, Rechnungserstellungen, Wartungen, Reparaturen oder auch die Produktion von Waren und Dienstleistungen folgen einer bestimmten Reihenfolge von Handlungen. Mithilfe der Digitalisierung ist es Betrieben möglich, Prozesse transparenter und dadurch effizienter zu gestalten. Das spart sowohl Zeit als auch Geld. Eine Effizienzsteigerung sowie Kostensenkung sind Ziele aller wirtschaftlichen Betriebe. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung. Prozesse umfassen alle festgelegten Abläufe im Unternehmen, im Zuge derer etwas bearbeitet wird und am Ende ein Resultat entsteht. Dies beginnt bereits bei simplen Themen wie beispielsweise der Zuweisung eines Arbeits- oder Parkplatzes für einen Mitarbeiter, sobald dieser im Unternehmen tätig wird. Digitale Entwicklungen ermöglichen Unternehmen, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und somit besser aufeinander abzustimmen. Die Digitalisierung spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Nachhaltigkeit im Unternehmen, da Daten nachvollziehbarer und strukturierter abgelegt werden. Von der Besucherregistrierung bis hin zum optimierten Prozess für die Instandhaltung, wichtig dabei ist, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen und auf seine Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. In dieser Videoreihe werfen wir einen Blick auf ein System, welches mit einem geringen Aufwand in der IT-Landschaft eines Unternehmens implementiert werden kann. Im weiteren Verlauf stellen wir euch neue Produkte vor. Lasst uns direkt loslegen! Getreu dem Motto "Starte klein, um Großes zu erreichen", beginnen wir mit den Grundlagen und arbeiten uns bis hin zu den detaillierten Erweiterungen. Bei Asmotive handelt es sich um einen modularen Aufbau einer Software. Somit sprechen wir hier bei Asmotive von einer Einsteigerversion. Das heißt, packe es aus und benutze es einfach. Ob Mittelständler oder Großunternehmen, das Produkt kann von jedem Unternehmen genutzt werden. Für das heutige Video betrachten wir das Beispiel Instandhaltung. Unternehmen stellen sich immer wieder dieselbe Frage: Wie kann mein Unternehmen den Betreiberpflichten nachkommen? Für die Pflichterfüllung ist eine hohe Flexibilität ausschlaggebend. Dank des modularen Aufbaus von Asmotive besteht jederzeit die Möglichkeit, von der Out-of-the-Box-Version zur professionellen Version zu wechseln. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung des Systems sowie Designs gemäß den jeweiligen Bedürfnissen und Prozessen. In diesem Video wollen wir uns einmal ansehen, wie man mit relativ wenig Aufwand ein neues Anlagenbuch erstellen kann und dieses im weiteren Verlauf für die Planung von Wartungen sowie Prüfungen nutzen kann. Werfen wir einen Blick auf die Oberfläche. Hier sehen wir die EasyDesk-Oberfläche, welche vollständig über einen beliebigen Browser genutzt werden kann und jedem berechtigten Nutzer im Internet zur Verfügung steht. Wie wir sehen, orientiert sich diese Oberfläche an denen gängiger Apps von einem Smartphone. Die Idee dahinter ist, dass jede dieser einzelnen Apps einen kleinen Teil des Prozesses abbildet, und im heutigen Video konzentrieren wir uns auf diese vier Apps. Hierbei geht es darum, Anlagen im System darzustellen, welche im späteren Arbeitsalltag benötigt werden. Zum einen sehen wir hier das Anlagenbuch. Dort finden sich alle bisher angelegten Anlagen. Zum anderen gibt es eine App zur Erstellung einer Planung. Hiermit können wir Wartungsplanungen, Prüfungsplanungen sowie Sachverständigenprüfungsplanungen erstellen. Und das auf ganz simple Art und Weise. Des Weiteren gibt es eine App zur Erfassung von Anlagen. Hierbei handelt es sich um eine App, welche mittels des Desktops im Browser verwendet werden kann. In einem späteren Video werden wir eine mobile Variante kennenlernen. Als letztes sehen wir hier die App Anlage editieren. Sollten gewisse Eigenschaften fehlen oder im Nachgang Änderungen vorgenommen werden müssen, dann kann dies über diese App erfolgen. Beginnen wir mit der ersten App, dem Anlagenbuch. Wie sieht denn so ein Anlagenbuch grundsätzlich aus? Und welche Möglichkeiten stehen mir dort eigentlich zur Verfügung? Wir klicken einfach auf die App und haben hier die Möglichkeit, eine Auswahl des Standortes vorzunehmen.
Sollte uns der Name des Standortes nicht bekannt sein, dann können wir uns durch ein Leerzeichen alle unsere Standorte aufzeigen lassen. Hier wählen wir erst einmal Böblingen aus und sehen direkt, wie sich die Tabelle des Anlagenbuchs verkürzt und lediglich Anlagen des Standorts Böblingen angezeigt werden. Nun wählen wir ein entsprechendes Gebäude aus, hier in diesem Beispiel das zentrale Gebäude H. In diesem Gebäude stehen genau diese drei Anlagen zur Verfügung. Sehen wir uns einmal diesen Personenaufzug an. Einfach auf den Personenaufzug klicken und wir gelangen direkt in den entsprechenden Workflow. Wir können uns die Anlage nun im Detail ansehen. Im ersten Schritt sehen wir allgemeine Eigenschaften sowie Detailinformationen. Die Anlagenbezeichnung, die Anlagengröße, die Seriennummer und den hinterlegten Barcode. Im zweiten Schritt sehen wir zusätzlich spezifische Informationen, wie den Herstellertyp des Personenaufzugs, möglicherweise die Notrufnummer, die Verortung des Personenaufzugs, mögliche Brandschutzmaßnahmen, die Förderhöhe oder auch die Traglast. Diese Eigenschaften sind natürlich individuell davon abhängig, welche Art von Anlage im System hinterlegt wird. Im nächsten Schritt sehen wir die Gewährleistung inklusive einer entsprechenden Beschreibung. Was an dieser Stelle ein Muss ist, das System generiert eine automatisierte Erinnerung, wenn die Gewährleistung in Kürze ausläuft. Hierzu gibt es allerdings zusätzlich noch einen entsprechenden Vorgang, sodass der entsprechende Mitarbeiter ebenfalls vorab informiert wird. Des Weiteren sind im Anlagenbuch auch alle Vertragsunterlagen hinterlegt, welche zu dieser Anlage geschlossen wurden. Hierbei handelt es sich insbesondere um wiederkehrende Themen. Man sieht hier bereits, es ist eine Funktionskontrolle im 2-Wochen-Rhythmus hinterlegt. Es gibt eine Haupt- und eine Zwischenprüfung für diesen Personenaufzug sowie eine weitere Wartung alle 3 Monate. Zusätzliche Informationen sind das durchführende Unternehmen, der entsprechende Ansprechpartner, die Dauer der Vertragsschließung. In der Historie des Anlagenbuchs können alle Vorgänge, die zu dieser Anlage erstellt wurden oder geplant sind, eingesehen werden. Das heißt, wir haben hier alle geplanten Wartungen, alle Funktionskontrollen und auch die Gewährleistung in der Historie aufgelistet. Die Historie erweitert sich automatisiert, während wir im System arbeiten. Wir können hier auch einen einzelnen Vorgang auswählen, um uns beispielsweise Details anzeigen zu lassen. Angenommen, wir möchten uns die Wartung des Personenaufzugs ansehen. Dann können wir den Vorgang auswählen und uns zusätzliche Informationen zu diesem Vorgang darstellen. Hier sehen wir zum Beispiel eine hinterlegte Checkliste, welche natürlich noch nicht durchgeführt wurde, weil dieser Vorgang noch in der Zukunft liegt. Aber sobald diese ausgefüllt ist, wird auch hier das abgearbeitete Protokoll vollautomatisiert hinterlegt. Zusätzlich zu diesem Vorgang besteht auch die Möglichkeit, Dateianhänge hinzuzufügen. Die Dateianhänge werden allerdings erst nach der Durchführung der Wartung angezeigt. Somit haben wir zu jeder Anlage und zu jedem Gebäude ein vollständiges Anlagenbuch. Wenn wir hier noch einmal einen Blick auf den ersten Schritt werfen, sehen wir hier zum einen den Standort, das Gebäude und gegebenenfalls auch das Stockwerk. Standort, Gebäude und Stockwerk können zum einen durch eine zusätzliche App in das System integriert werden und zum anderen per CSV-Datei oder durch einen CAD-Konnektor importiert werden. Uns werden zum ausgewählten Standort und Gebäude alle zugehörigen Anlagen detailliert angezeigt. Nun stellt sich auch folgerichtig die Frage, wie bekommen wir unsere Anlage überhaupt in das System? Auch hier können die eben erwähnten Varianten zum Einsatz kommen. Zu Darstellungszwecken beschränken wir uns heute auf den Import der Anlage mittels dem gängigen Dateiformat der Excel-Tabelle. Gehen wir einmal davon aus, dass alles in Papierform vorhanden ist oder zumindest in nicht zufriedenstellender Qualität zur Verfügung steht. Aus diesem Grund tragen wir die Anlage manuell ein. Dafür gibt es auch eine entsprechende App und sie nennt sich